Ja, vielen Dank fürs Erscheinen. Wir hören einen Vortrag über Accessibility. Der Titel ist Barrierefreie Software, warum wir uns mehr darum bemühen sollten. Ich als Webentwickler hoffe, viel lernen zu können, um meine Websites zugänglicher für Leute mit Einschränkungen machen zu können. Ich freue mich auf einen interessanten Vortrag. Vielen Dank. Ja, danke schön, dass ihr auch zu so später Stunde noch da seid, so motiviert. Und ja, also wir werden wenig Technisches erklären, aber euch sicher Hilfestellungen mitgeben für eure Arbeit vielleicht oder einfach generell, wenn ihr Interesse habt an dem Thema, wo ihr weiterschauen könnt. Genau, barrierefreie Software, warum wir uns darum mehr bemühen sollten. Ich habe heute Werner dazu eingeladen, der wird mich unterstützen und vor allem dann die Demo durchführen, damit ihr einen noch besseren Eindruck in das Thema bekommt. Genau, dann würden wir uns kurz vorstellen, vielleicht mag Werner gerade anfangen. Mein Name ist Werner Henke, ich bin seit Geburt stark sehbehindert, mittlerweile eigentlich beinahe blind. Ich habe vor auch fast 40 Jahren an der ETH Informatik studiert, habe ziemlich lange Zeit als Softwareentwickler, Softwareingenieur gearbeitet und bin seit 2018 im UX-Team von Adnovum, wo ich seit 2002 tätig bin. Und dort im UX-Team beschäftige ich mich hauptsächlich mit dem Thema Barrierefreiheit. Und wir haben da auch eine Dienstleistung aufgebaut, eine Accessibility-Dienstleistung, und wo Lina auch zu einem ganz wesentlichen Teil mitgearbeitet hat. Ja, genau. Also mein Name ist Lina und ich studiere eigentlich an der Universität Zürich People-Oriented Computing im Hauptfach. Und während meinem Studium bin ich da schon ein bisschen mit dem Thema in Kontakt gekommen, allerdings nicht wirklich intensiv. Also ich wusste, was sind assistive Technologien, was gibt's da. Aber dann bin ich eben zu dem Praktikum bei Adnovum gekommen, wo ich ein Jahr lang sehr eng mit Werner zusammengearbeitet habe und wirklich sehr viel über das Thema gelernt habe. Genau, einen Teil davon werde ich euch heute auch weitergeben, hoffentlich. Was wollen wir machen in der kurzen halben Stunde? Ich würde euch gerne einen Überblick geben. Was ist eine barrierefreie digitale Welt? Was würden wir uns da wünschen? Dann die Realität. Wie sieht es denn eigentlich jetzt gerade aus in der Schweiz? Gibt es denn überhaupt viele Barrieren oder sieht das schon ziemlich gut aus? Dann der Weg dahin. Was könnten Lösungsansätze sein? Wie kommen wir von der Realität, so wie es jetzt ist, zu dem Wunsch einer wirklich barrierefreien digitalen Welt? Genau, also der Wunsch. Wer ist denn überhaupt davon betroffen, von Barrieren im Internet? Natürlich gibt es alle möglichen Arten von Barrieren. Wir gehen jetzt natürlich vor allem auf Barrieren ein, die Menschen mit einer Behinderung betreffen. Das können sein Menschen mit einer Hörbehinderung, mit einer Sehbehinderung, so wie Werner zum Beispiel, mit geistigen Behinderungen, motorische Behinderungen, dass man zum Beispiel nur die Tastatur verwenden kann oder nur die Maus und da gewisse Einschränkungen hat, und andere körperliche Behinderungen. Genau, und das sind nämlich ziemlich viele, die davon betroffen sind, was man vielleicht manchmal unterschätzt. Und zwar weltweit sind das mehr als eine Million Menschen, und das sind insgesamt 15% der Bevölkerung, die wirklich teilweise große Barrieren haben. Und in der Schweiz sieht das folgendermaßen aus, da sind es ungefähr 1,8 Millionen Menschen und 26% davon, die können nicht allein leben. Also da ist dann natürlich fraglich, ob sie überhaupt Software verwenden können. Ansonsten ja, ist das auch ein großer Teil der Schweizer, die mit Barrierefreiheit kämpfen. Genau, und das sind eigentlich noch nicht mal alle. Wenn man ein bisschen weiterdenkt, dann findet man raus, keine Ahnung, wem von euch ging es nicht auch schon mal so, ihr wart in der Sonne mit eurem Smartphone und hattet Schwierigkeiten zu erkennen, was dargestellt ist. Das kann sein durch zu geringe Kontraste oder zu kleine Buttons, die ihr dann nicht mehr gefunden habt.
Also grundsätzlich kann man sagen, es betrifft jeden und auch vor allem ältere Leute. Es gibt immer mehr ältere Leute und auch sie sind von Barrierefreiheit betroffen. Genau. Das heißt, eigentlich die wünschenswerte barrierefreie digitale Welt wäre also, dass all diese Leute, die ich jetzt gerade erwähnt habe, inkludiert werden und keine Probleme hätten, Software zu benutzen. Doch wie sieht es jetzt eigentlich aus? Deshalb noch kurz zur gesetzlichen Situation in der Schweiz und EU. Also in der Schweiz haben wir das BEHIG, das ist das Behindertengleichstellungsgesetz. Das umfasst viele verschiedene Dinge, zum Beispiel auch Barrierefreiheit von Gebäuden, also jetzt nicht nur Software, aber eben auch. Also das BEHIG besagt zum Beispiel, dass der Bund und die Kantone dazu verpflichtet sind, alle ihre öffentlichen Online-Dienstleistungen auch für Behinderte zugänglich zu machen, dass niemand diskriminiert wird. Und generell sollte jede Dienstleistung, Online-Dienstleistung, nicht zum Ausschluss führen durch irgendjemanden anhand seiner Fähigkeiten oder einer Behinderung. Genau, und deshalb muss eben der Bund zum Beispiel sich auch an gewisse Guidelines halten. Da gibt es den BCAG, das sind die Web Content Accessibility Guidelines. Und darauf basierend haben sie noch den P028 entwickelt, das sind nochmal eigene Richtlinien. Also da könnt ihr dann gerne mal im Anschluss, wenn ihr die Slides habt, auf die Links gehen. Da gibt es nämlich auch eine Checkliste, die der Bund einhalten muss. Weiterhin gibt es in der EU auch noch den Europäischen Rechtsakt zur Barrierefreiheit 2010 bis 2020. Die EU geht dann noch mal ein bisschen weiter. Also da sind dann auch zum Beispiel Banken inbegriffen, das heißt, dass Bankautomaten zugänglich sein müssen bis 2020 oder halt auch Online-Banking. Genau, aber bei uns in der Schweiz sind eigentlich vor allem private Dienstleistungsanbieter sehr frei. Also da gibt es für sie eigentlich keine bestimmten Richtlinien, die sie sich halten müssen. Und deshalb würde ich jetzt mal ein bisschen den Überblick zeigen, wie das jetzt aussieht. Das spiegelt nämlich auch ein bisschen so diese Richtlinien und die Situation wider. Access for All macht alle paar Jahre mal so eine gute Studie, um zu schauen, ja, wie sieht es denn aus. Und da wird, was wir auch nachher sehen werden, da wird jemand Blindes mit einem Screenreader, der alles vorliest auf dem Bildschirm, versuchen, einen Use Case zu lösen und anhand davon, ob er das eben schafft oder nicht, bewerten sie dann die verschiedenen Betriebe. Zum Beispiel hier Bundesbehörden und bundesnahe Betriebe. Wie man sieht, dass gerade bei den Bundesbehörden sieht es eigentlich ganz gut aus. Also da kann man sich nicht so sehr beschweren. Bei bundesnahen Betrieben ja, sieht es dann schon wieder ein bisschen anders aus. Genaue Beispiele können wir dann im Anschluss noch geben und eins werden wir euch auch gleich noch geben. Bei den Städten und Kantonen wird es dann wieder noch ein bisschen weniger, was eigentlich ein bisschen erschreckend ist, weil ich ja gesagt habe, gerade die müssten sich ans BEHIG halten und auch Kantone müssten Dinge wie zum Beispiel einen E-Umzug auch zugänglich machen für alle. Und da gibt es dann definitiv schon wieder viel mehr Barrieren. Und auch Hochschulen ist vielleicht ein wichtiges Thema, das Bildungssystem, dass da niemand ausgeschlossen wird. Und genau das wollen wir euch jetzt mal demonstrieren. Genau, das heißt, was ihr jetzt hört, ist der Screenreader. Und ja, ich übergebe jetzt mal das Wort grundsätzlich an Werner, der zeigt euch das mal. Also was ich da jetzt zeige, ist das Vorlesungsverzeichnis der Universität Zürich. Und ich möchte jetzt da mir eine Vorlesung suchen, da ich nebenbei noch so ein bisschen Physik studiere und mich dafür eine bestimmte Vorlesung einschreiben möchte. Und ich werde jetzt durch dieses Vorlesungsverzeichnis navigieren und auch ein bisschen Kommentare geben. Das Erste, was man mal feststellt, also normalerweise, was man macht, man versucht irgendwie immer, ob man da irgendwie, jetzt geht gerade gar nichts mehr.
Oh, okay. Also es hat schon mal keine Überschriften auf dieser Seite. Man ist gezwungen, quasi die Seite von top-down einfach durchzunavigieren. Und da komme ich dazu eine Tabelle. Die Tabelle hat keine Beschreibung, also ich weiß nicht, was da drin steht. Ich weiß nur, es hat 4 Spalten und ich glaube 32 Zeilen oder sowas. Und ich gehe jetzt mal in diese Tabelle rein. Tabelle enthält 20 Zeilen und 4 Spalten, Spalte 1 von 4 Titel. Okay, da heißt es da Titel. Spalte 2 von 4, wie heißt es? Details. Spalte 3 von 4 Module. Module. Spalte 4 von 4 Hertz. Das sind die Kreditpunkte. Zeile 1 von 20, Spalte 1 von 4 Titel, oh. Theologische Fakultät. Und das sind offenbar die Fakultäten aufgelisteten Titel ist ein nicht sehr vielsagendes, ein nicht sehr vielsagender Titel für diese Überschrift. Und ich navigiere jetzt da mal einfach runter. Titel, Knoten, Expandieren. Titel, Knoten, Expandieren. Wirtschaftswissenschaftlich. Titel, Knoten, Expandieren. Ich da mal weiter. Mathematisch-naturwissenschaftliche Fakultät. Genau, und das ist das, was ich da mal eigentlich möchte. Und okay, öffne ich das mal. Um in eine Tabelle, Titel, Knoten, Expandieren. Volumen 180, Titel, Knoten, Expandieren. Mai 115. Dann nehme ich mal das da. Zeile 10 von 29, Titel, Titel, Knoten, Expandieren. Titel, Titel, Knoten, also, Knoten, Expandieren. Titel, Knoten. Ich habe das natürlich ein paar Mal gemacht, darum kann ich es auch jetzt relativ schnell. Okay, das ist das, was ich da, was mich mal interessiert. Zeile 18 von 200 Mund, Spalte 3 von 4 Module, Spalte 4 von 4 Hertz. Jetzt bin ich schon zu weit. Und ich möchte jetzt wissen, was es da für Module gibt. Und es sagt mir, der Fokus geht in eine Überschrift und es sagt mir, dass es da 5 Module gibt. Und jetzt navigiere ich da mal durch. Und da sagt es mir immer wieder so Toolbars, die so nichtssagende Dinge und ich muss da reingehen, um das festzustellen, was es ist. Da auch. Und dann hat es eine Listbox und da muss man schon ein bisschen Fantasie haben, um darauf zu kommen, dass hier wahrscheinlich diese Module aufgelistet sind. Und ich gehe jetzt da mal einfach rein. Die 132 Praktik, die 141 Physik, die 250 Elektronik, die 321 Elektrodynamik, die Hanselon, 321 Gut. Vorlesung mit integrierter Übung hat rechts Text. Okay, und das ist das, was ich jetzt möchte. Und da hat es da wieder eine so Toolbar, ich gehe jetzt da nicht rein. Ja, was jetzt zum Beispiel vielleicht auch noch interessant war, jetzt hat sich ja der Inhalt geändert, aber Werner wurde jetzt nicht wirklich informiert darüber, aber eben der, du weißt ja, wo du lang musst. Ja, zum Glück. Genau, und das ist eigentlich eine sehr, wie soll ich sagen, es ist, wurde nicht alles falsch gemacht, aber man hätte sehr, sehr vieles anders und besser machen können, also ich kann mich da, kann mich jetzt da durchnavigieren. Dann heißt es da Beschreibung, das ist der Tab, der ausgewählt ist. Und dann kommt da die Beschreibung. Sagt nicht viel, aber. Ja, und dann kann ich da natürlich noch reingehen, wenn ich zum Beispiel wissen möchte, wann die Vorlesungen sind, wobei auch diese Tabelle über keine Beschreibung verfügt. Also man muss sich da wirklich ziemlich
anstrengen, um die Informationen zu kriegen, die man braucht. Und das alles hätte man, wenn man die WCAG berücksichtigt hätte man das alles relativ barrierefrei implementieren können. Das wurde hier nicht gemacht. Und ich glaube, für viele Behinderte, die jetzt zum Beispiel eine Vorlesung suchen möchten, ist diese Seite ziemlich mühsam, um sie zu verwenden. Also das ist natürlich jetzt sehr schnell gegangen und ein sehr kurzes Beispiel, aber das sind Dinge, die wir oder ich und viele andere Menschen, die mit einem Screenreader arbeiten, mehr oder weniger täglich antreffen. Okay. Ja, dann gehe ich mal schnell zurück. Ah, jetzt mache ich doch noch schnell. Das muss ich mal ausschalten. So. Genau, dann wolltest du noch ein paar weitere Worte dazu sagen. Genau, also deine Erfahrung. Das ist ja ein Kongress zur digitalen Gesellschaft und da gibt es durchaus auch Themen, die für Menschen mit einer Behinderung sehr interessant sein dürften. Das eine ist das E-Voting, also das würden wir, also ich glaube, ich spreche da im Namen von sehr vielen, vor allem Menschen mit Sehbehinderungen oder einer Blindheit, das würde uns sehr helfen, weil wir dann halt nicht mehr darauf angewiesen wären, dass uns jemand den Stimmzettel oder den Wahlzettel ausfüllen muss. Das ist ja immer auch ein bisschen eine Vertrauensfrage. Also füllt die Person das so aus, wie ich das möchte? Wenn ich zum Beispiel eine andere politische Meinung vertrete als die Person, die mir den Stimmzettel ausfüllen soll, kann ich der wirklich vertrauen oder nicht? Und ich habe ja null Chancen, das festzustellen, ob die Person den Stimmzettel richtig ausgefüllt hat. Also das wäre natürlich schon auch etwas, und da kommen noch andere Faktoren dazu. Also ich meine, wenn ich elektronisch abstimmen kann, ich muss nicht das Lokal aufsuchen, um meinen Stimmzettel einzuwerfen, sondern ich kann das vom Computer aus, bei mir zu Hause machen. Das ist auch eine Erleichterung. Unter Umständen ist es schwierig für mich, dorthin zu kommen. Oder ich weiß auch vielleicht gar nicht, was ist. Das muss mir zuerst jemand zeigen. Das sind alles Dinge, die da einen Einfluss haben. Ein anderes Thema ist natürlich auch digitales Bezahlen. Ich bin absolut kein Gegner vom Bargeld. Aber das digitale Bezahlen, wie zum Beispiel, wie das möglich ist mit Twint, ist doch sehr angenehm, weil es Stress an der Kasse vermeidet. Beispielsweise, ich erlebe das immer wieder, fast jeden Tag an der Kasse. Ich möchte mein Mittagessen bezahlen, ich muss das Geld rausgraben und hinter mir bildet sich eine Schlange mit Leuten, die auch gerne ihr Essen bezahlen möchten. Und mit einer App, wie beispielsweise eben Twint, geht das halt wirklich viel schneller. Und das sind so zwei Beispiele, die ich finde, die ja doch eine gewisse Erleichterung im Alltag bringen und ein bisschen weniger Stress bewirken und auch ein bisschen mehr Autonomie. Also eine hundertprozentige Autonomie, das ist meiner Meinung nach eine Illusion, aber dort, wo sie möglich ist, sollte man oder finde ich, dass man darauf da auch diese Möglichkeiten auch nutzen sollte und darauf hinarbeiten sollte. Okay. Ja, danke schön. Also ich finde das immer ziemlich interessant, nochmal die Perspektive zu hören, gerade so zum Thema E-Voting zum Beispiel. Einfach das Thema Eigenständigkeit und Vertrauen. Das ist halt irgendwas, wo noch viel Aufholbedarf ist. Dann gibt es aber noch ganz andere simple Sachen und da sieht es dann wieder richtig schlimm aus. Das sind die Newsportale und Online-Shops zum Beispiel und auch hier, gerade bei Online-Shops, Eigenständigkeit, die es fördern würde, das wäre halt echt ein richtig positiver Effekt und auch nicht so schwer.
Und dazu muss man noch sagen, dass Barrierefreiheit auch ein wachsender Markt ist. Also eigentlich finde ich es recht überraschend, dass da so eine große Nutzergruppe ausgeschlossen wird, obwohl es nicht so schwer wäre. Und ja, es gibt, wie gesagt, immer mehr ältere Menschen und ja, es würde sich auch wirklich lohnen, rein aus einer wirtschaftlichen Perspektive. Genau, der Weg. Jetzt haben wir gesehen, dass der Wunsch und die Realität noch ein bisschen weit auseinander liegen. Was können wir jetzt dagegen tun? Wie gesagt, dadurch, dass die Richtlinien momentan noch relativ grob sind, gerade für private Dienstleistungen, ist das ein bisschen schwieriger. Was ich da mal ganz gut finde, ist erstmal umdenken für jeden Einzelnen. Ich finde es immer ein ganz cooles Beispiel, das mit Security zu vergleichen, einfach anhand von so zwei Zitaten, wo man einfach das Wort Sicherheit mal mit Barrierefreiheit ersetzen kann oder mit Barrieren. Zum Beispiel Prozesse, welche das größte Potenzial für zum Beispiel Barrieren aufweisen, sollten früh im Projekt erkannt und angepackt werden. Und das trifft genauso zu wie in der Sicherheit. Also da kann man sich so viel Aufwand ersparen und das wäre wirklich einfach, das gerade am Anfang zu machen. Dann auch noch ein wichtiger Tipp ist, glaube ich, benutze ein Framework, das Barrierefreiheit unterstützt. Es löst nicht alle Probleme, beschleunigt jedoch den Prozess. Auch hier das Gleiche wie bei Security. Vielleicht stößt das so ein bisschen beim einen oder anderen was an im Kopf. Ja, genau. Und es gibt auch viele Richtlinien und Guidelines, die da behilflich sind. Wenn man mal diesen Gedanken gefasst hat, okay, ich möchte barrierefrei entwickeln, zum Beispiel, wie schon erwähnt, die Web Content Accessibility Guidelines. Da gibt es 4 Prinzipien, nach denen die aufgeteilt sind. Das sind einmal die Verständlichkeit, dann die Robustheit. dann kannst du vielleicht noch die anderen zwei. Wahrnehmbarkeit und Bedienbarkeit. Genau, die 4 Prinzipien. Da gibt es dann ganz viele verschiedene Guidelines, die ganz einzelne Details ansprechen, wie zum Beispiel Alternativtexte für Bilder. Das sind ganz eigentlich meistens selbstverständliche Dinge, sollten das sein. Die Guidelines machen das aber schön einfach, das mal durchzuchecken. Genau, dann dabei wichtig ist noch, dass man sich mit dem Thema ARIA dann beschäftigt, gerade bei dynamischem Inhalt, also dynamischen Inhaltswechseln. Wie wir das jetzt vorhin gesehen haben, als sich der Inhalt gewechselt hat, dass es dann auch Feedback gibt und da kann ARIA behilflich sein. Das sind so HTML-Tags, die eigentlich einfach vor allem für den Screenreader sichtbar sind dann. Genau, und worauf ich noch aufmerksam machen wollte, ist auf den Accessibility Developer Guide. Das ist eine Initiative von Access for All, wo verschiedene Firmen und vor allem Webentwickler aus diesen Firmen zusammenarbeiten und wirklich einen Guide entwickelt haben, der eigentlich jegliche Probleme auflistet und löst anhand von Beispielen. Also das würde ich auf jeden Fall jedem Frontend-Entwickler mal empfehlen, da durchzugehen. Genau, dann wollte ich noch ein paar kurz die Takeaways auflisten. Also ich denke, wie ihr gemerkt habt, Barrierefreiheit geht uns alle an. Und weil die momentanen Vorgaben und Richtlinien noch nicht wirklich ausreichend sind, ist es auch wichtig, dass ein Umdenken bei uns stattfindet und das von Anfang an berücksichtigt wird. Genau, gerade auch da die nicht immer eingehalten werden, die Richtlinien. Es gibt zwar welche. Und falls ihr jemals auf Barrieren stoßen solltet, dann meldet das auch. Und auch bei privaten Dienstleistern gibt Feedback, damit sich was ändert. Genau, es liegt also noch ein langer Weg vor uns. Aber es gibt, wie gesagt, auch wirklich einige Hilfestellungen. Also schwierig ist es nicht mehr heutzutage. Genau. Dann würde ich noch schnell in Q&A wechseln, falls noch irgendwie 1-2 Fragen gibt. Vielen Dank, Werner und Lina. Wir haben noch 3 Minuten, vielleicht Zeit für eine kurze Frage. Ich habe mich gerade gefragt, bei der Navigation in die Tabelle, da hat man ja quasi denselben Use Case. Ich möchte alle Vorlesungen in der Physik rausfinden, mehrmals dann, ob es so vielleicht eine Art Overlay-Software gibt, wo man sagen kann, navigiere einfach du für mich jetzt wieder bis zur Übersicht. Also, oder ich habe jetzt rausgefunden, der Titel ist hier die Vorlesung. Also dass man irgendwie
so eine Zusatzsoftware über die Website legen kann. Gibt es da sowas oder ist das überhaupt eine doofe Idee? Oder? Ja, da gibt es etwas. Das, ich habe ja erst vor kurzem das eigentlich entdeckt. Es gibt Overlays. Eines, das momentan ziemlich von sich reden macht, das heißt Accessibee. Und das wird ziemlich kontrovers diskutiert. Ich denke, es ist ein sehr spannendes Thema und was zurzeit noch nicht ganz klar ist, wie viele Fälle oder was kann ein solches Overlay überhaupt abdecken. Aber es könnte durchaus sein, dass das ein Use Case wäre, diese Tabelle, wo man mit dieser Auflistung, wo es unter Umständen funktionieren könnte. Es ist auf jeden Fall ein spannendes Thema und es wird sicher in den nächsten paar Monaten spannend sein, zu verfolgen, was da noch weiter passiert. Ich habe noch eine Frage mehr bezüglich der Entwickler und der Entwicklerunterstützung. Ich finde es sehr, sehr schön, dass es jetzt auch die bei Anovum die Dienstleistung gibt, sich unterstützen zu lassen damit, weil eben nicht alle haben gleich Freunde zur Hand, die Behinderungen haben, die einem direktes Feedback geben können. Gibt es eben für Webseiten, für Codes, gibt es Linting-Tools, gibt es Checker-Tools, gibt es für diese Richtlinien, gibt es da auch Tools, die einem als Entwickler darauf aufmerksam machen können, wo da noch Probleme liegen, von den direkten Guidelines her? Ja, da gibt es Tools. Es gibt zum Beispiel im Google Chrome gibt es in den Developer-Tools gibt es Google Lighthouse. Das macht einem schon auch auf gewisse Accessibility-Probleme aufmerksam. Wobei es zu beachten gilt, dass solche Tools momentan etwa 20-50% der Accessibility-Probleme abdecken können. Vor allem Probleme, die zum Beispiel struktureller Natur sind, also beispielsweise wenn eine Website nicht gut strukturiert ist, wenn ein User nicht feststellen kann, wo befinde ich mich überhaupt, bin ich in der Navigation oder bin ich im Inhalt, solche Dinge, das kann unter Umständen ein solches Tool eben noch nicht feststellen. Also es ist immer noch so, dass letzten Endes der User maßgebend ist, also es braucht am Schluss den User, der mit einem Screenreader auf eine Seite geht und diese testet und dann sagen kann, ja, ich kann durchnavigieren, ich kann diese Aufgabe lösen, die man mir gestellt hat. Und dann hat man die Gewissheit, dass sie wirklich auch accessible ist. Aber es gibt schon einige Tools, ja, das ist so. Wenn ich hier vielleicht kurz ergänzen darf, ein Linter, wie du es fragst, ist nicht möglich, da dieser verstehen müsste, was der Inhalt der Website ist und was relevant ist für jeweilige Benutzer. Und somit kann ein solches automatisiertes Tool lediglich die allergröbsten Fehler feststellen eigentlich. Genau. Genau, also es kann dem Entwickler, es ist natürlich viel besser, wenn der Entwickler schon sehr früh merkt, okay, ich habe da einen Alternativtext vergessen oder diese Tabelle sollte noch einen Caption haben oder so. Wenn man dann am Ende so plötzlich merkt, oh, da gibt es tausende von Images ohne Alternativtext, dann ist das natürlich ein Riesenaufwand, dies im Nachhinein noch zu fixen. Also ich glaube, so die gröbsten Dinge kann man schon mit Tools erledigen, aber es empfiehlt sich auch natürlich schon früh auch zu testen und vielleicht, wenn man eben schon etwas hat, was man testen kann mit einem Screenreader, dann halt das mal zu testen mit dem Screenreader oder jemand anzustellen, jemand finden, der das kann.
Vielleicht noch eine ganz allerletzte Ergänzung. Also was ich immer noch empfehle, ist zum Beispiel auch ohne die Maus mal durchnavigieren, nur mit der Tastatur. Deckt auch schon viel auf. Und ansonsten wollte ich noch kurz darauf hinweisen, wenn ihr dann die Slides später noch findet, zum Beispiel eben der Accessibility Developer Guide, da sind auch nochmal Tools drin, auch zum Beispiel Kontrastchecker und so weiter. Genau, und ich glaube, dann wären wir jetzt am Ende angelangt. Vielen Dank, leider sind wir schon über der Zeit. Ich danke euch, Werner und Lina, für den super Vortrag. Schön wart ihr hier. Ich habe noch eine kurze Info, falls ihr nach diesem Vortrag nach Hause geht, bitte lasst eure Badges hier. Es hat in der Aktionshalle Boxen, in denen ihr entweder den Anlass Winterkongress bewerten könnt oder ihr könnt sie einfach dort lassen. Bitte nehmt sie nicht nach Hause, außer ihr braucht es als sehr, sehr wichtiges Erinnerungsstück. Dort in der Aktionshalle gibt es in einer mittlerweile wahrscheinlich in 10 Minuten den Schlussvortrag und danach gibt es noch ein Konzert mit dem Thema Commons. Vielen Dank.